Da kommt jemand. Tali! Der auch hier. Hallo da! Seht mal, wen die Meeresbrise hereingeweht hat. Ich bin's, Tali. Wow! Das sieht ja mucke aus hier. Alles super hier. Ich will hier einziehen. Ist das etwa ein Luft? Das ist privat. Mein Devise lautet, wenn jemand in Not ist und man helfen kann, muss man tun, was man kann. Das sieht ihr bestimmt auch aus so, oder Tali und Zwerfi? Deshalb lasse ich ihn da oben im Loft wohnen. Also, Zwergenfee, die Rotom-Pokédex überlasse ich dir. Rotom, kümmere dich gut um Zwergenfee. Das ist also ein Rotom-Pokédex. Achso, das ist Tali. Das ist also ein Rotom-Pokédex? Irgendwie niedlich. Kommen wir nun zum nächsten Schritt. Ein nächster Schritt? Was? Die Trainerschule. Dort könnt ihr durch Pokémon-Kämpfe die Grundlagen der Trainer-Daseins erlernen und euch weiteres Wissen aneignen, meine ich natürlich. Wie sagt man so schön? Es ist noch kein Inselmannschaftsstern vom Himmel gefallen. Da hilft nur fleißig Büffeln. Wie sieht's aus, Tali? Willst du auch mit in die Trainerschule mitkommen? Wieder hängt er, nuschelt hier. Ach, ich glaube, ich vertreibe mir die Zeit lieber damit, mich mit meinen Pokémon anzufreunden. Die Inselwanderschaft. Durch sie lernen die Menschen Anwohners die Welt um sich herum kennen. Du erhältst von Rotom Unterstützung und der eilt Bautz zu Hilfe. Wölkchen scheint es dir ebenfalls zu mögen. Ich glaube, bei dir fühlt sich einfach jedes Pokémon wohl. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Sorry. Hab ein Auge auf Zwergenfrost. Ja, irgendwie schon. Hab ein Auge auf Zwergenfee. Ja, Lilly. Bitte kümmere dich um sie, bis sie sich ein bisschen an Rotom gewöhnt hat. Ja, ich schaue mich erstmal hier um. Da geht's runter. Och, das kenne ich ja noch gar nicht. Das ist ja hier neu. Oder haben wir es einfach in Pokémon-Sonne übersehen? Putzi. Putzi ist ein lustiger Name. Der trainiert ja, der geht ordentlich pumpen, damit er groß und stark wird. Eine Couch im Keller. Scheint hier generell ein unterirdisches Labor vom Professor zu sein. Hier züchtet er seine Fische. Im Aquarium werden Daten zur Wirkungsweise von unter Wasser eingesetzten Attacken angezeigt. Attacken unter Wasser. Also... Da stehen jede Menge Kartons mit Elektrogeräten. Elektrogeräte hat also auch hier ein paar 3DSs und eine Switch. Ja, nice. Und sein Computer. Spitze. Kleines unterirdisches Reich hier. Im Aquarium schwimmen das Rendezvous. Pokémon Liebeskuss und das Koralle-Pokémon. Korazun vergnügt umher. Okay, das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Das Pokémon. Na, können wir da jetzt auch hoch? Wir können da hoch. Nice. Ja, von Frau zu Frau kann man sich das ja mal. Ist ja hier privat, aber so der Frauen kann man das hier mal. Anvertrauen, ja, hier ist ja nur halb so wild. Eine Pipi-Puppe, die ihre Besitzer wohl sehr am Herzen liegt. Ein Kosmetik und ein Linsen-Etui. Zwei sehr beliebte Accessoires in Alola. Im Regal stehen einige von Lillys Büchern. Sie behandeln alle ziemlich komplexe Themen. Ich schaue mich aber ordentlich um hier. Das scheint Lillys Tagebuch zu sein.
Lass uns drin lesen. Ein robustes Metallschloss schützt es vor neugierigen Blicken. Pass auf, Kleinstein! Ich habe leider noch keinen Kleinstein. Ich komme später mal mit dem Kleinstein wieder. Ach, ich hätte so gern drin gelesen. Ach, Lee ist gerade nicht da. Deshalb konnten wir hoch. So, eine nice kleine Küche. In Velour. Velour! Ja gut, haben wir uns hier ordentlich umgeguckt. Die Essecke hier noch. Oh, da haben wir noch wen vergessen, ja. Der steht da auch noch. Snoop! Jo, dann mal weiter. Wir haben noch was zu erledigen. Das Pokémon Center liegt ganz in der Nähe von deinem Zuhause, Zwergenfee. Aber was? Huch! Da passiert etwas. Die ganze Umgebung wird in Dunkelheit getaucht. Piu! Keine Angst, Wölkchen. Dass es plötzlich so dunkel geworden ist, liegt daran, dass ein Teil der Sonne verdeckt wurde. Das nennt man eine Sonnenfinsternis. Seltsam. Für heute war eigentlich gar keine Sonnenfinsternis angekündigt. Aber nicht so wichtig. Ich würde sagen, das ist ein gutes Vorzeichen. Ein gutes Vorzeichen? Sie meinen also, das bringt Glück? Genau. Es heißt, die gesamte Aluna-Region sei einst in Dunkelheit gehüllt gewesen. Erzählungen zufolge nutzten die Menschen und Pokémon der Region damals das Licht, um die Dunkelheit zu bannen. Man vermutet sogar, dass sie der Ursprung der Insellandschaft bei der Z-Kristalle gesammelt werden. Zwergenfee, meine Forschungsarbeit ist den Attacken der Pokémon gewidmet. Ich sag's ganz eigentlich, ganz ehrlich, wenn du auf deiner Insellandschaft den ein oder anderen Z-Kristall finden würdest, wäre das für mich und meine Forschung nicht völlig uninteressant. Also wirklich, Professor. Folge mal hier bitte, Zwergenfee. Lass uns zum Pokémon Center gehen. Ich gehe doch immer wieder gerne zu Pokémon Centern. Ah, auf einmal ging das Licht aus. Bin ich vielleicht erschrocken? Da meldet sich der Pokédex zu Wort. Laut der Professor ist es ein gutes Vorzeichen. Auch, also vielleicht nicht so schlimm. Gleich weiter zum Pokémon Center. Such einfach auf der Karte danach. Joa, dann gehen wir mal Richtung Pokémon Center. Wie es das Spiel von uns will. Durchs hohe Gras. Und da haben wir sogar schon das nächste Pokémon hier. Ein Wingull. Werden wir uns fangen. Was? Diesen Pokémon bin ich noch nie begegnet. Da meldet sich wieder der Rotom Pokédex zu Wort. Ich würde mal sagen, ja nicht. Ich fliehe mal direkt. Ich hatte da was anderes vor Augen, wenn ich an mein zweites Teammitglied gedacht habe. Ein Flickmon. Naja, das auch nicht so unbedingt. Dem Pokémon bin ich noch nicht begegnet. Jetzt schon. Hoodie, flieh mal bitte. Ein Flickmon brauchen wir auch nicht im Team. Es wird übrigens in diesem Let's Play, in diesem Let's Play-Projekt keine Nuzlocke-Regeln geben. Wie im Pokémon Sonne Let's Play. Das habe ich ja schon mal angekündigt in den Spezialparts von Pokémon Sonne. Wird es nicht geben. Nein, ich will das Spiel einfach mal genießen. Flickmon wild erscheint. Das Pokémon kennst du schon. Ja. Der Rotom-Pokédex zeigt es nicht mehr an. Ich bin entkommen. Oha. Trägt ein Trainer. Das ist kein Trainer, das ist ein Iskala. Okay, das sieht gut aus. Scheint ein Wasser-Pokémon zu sein. Was? Ein Wasser-Pokémon an Land? Soll ich mir fangen? Das scheint selten zu sein. Level 6. Iskala. Was kann denn das Iskala? Wenn wir es kämpfen lassen. Einmal Höhler. Mal gucken, was es einsetzt. Ob es eine gute Attacke kann. Reflektor. Okay. Nicht schlecht. Kann es noch mehr?
würde der Schnabel einsetzen, aber das wird dem wahrscheinlich schon ein bisschen schaden. Umklammerung. Okay. Nicht schlecht. Setzen wir nochmal Schnabel ein. Ich will aus dem irgendwie alle Attacken rauskitzeln. Okay, die Attacke war gut. Die sah professionell aus. Das war seine dritte Attacke. Er hat noch eine vierte. Tackle. Okay. Fangen wir es uns, trainieren wir es. Ich kenne die Weiterentwicklung nicht. Aber wir können es ja später noch auf die Box legen, wenn es nicht passt. Ich würde sagen, ich fange es mir erstmal. Sieht vielversprechend aus. Ist Kala. Noch nie was von gehört. Ich fange es mir einfach. Haben wir ein zweites Teammitglied. Wo wir es mal trainieren können. Vom Typ Wasser, wie es ausschaut. Ist zwar an Land, schwebt über die Wiese, aber ja, scheint Typ Wasser zu sein. Iskala wurde gefangen. Iskala hat einen Eintrag in den Pokédex bekommen. Iskala registriert. Joa. Mille Mille Pokédex. Unlicht Psycho, okay. Das hätte ich nicht gedacht bei dem Aussehen. Aber Unlicht Psycho ist das auch. Ist doch auch mega nice. Sieht aus wie eine Qualle, aber okay. Ja, eindeutig eine Qualle. Aber egal. Ja, wir geben dir gleich mal einen Spitznamen. Izzy. Ich nenne es einfach mal Izzy. So ein bisschen nicht wie der Name. Ja. Wir wurden in dein Team aufgenommen. Ist ein Weibchen, deshalb können wir es Izzy nennen. So, von Isabelle. Oder Isabella. Und da geht's weiter in der Story. Da ist schon Lilly hier, die uns gleich in das Pokémon Center flügt. Bevor wir zur Trainerschule gehen, zeige ich dir noch das Pokémon Center. Folge mir. Aber unbedingt. Das Pokémon Center. Wenn du mit der Dame dort sprichst, kümmert sie sich um die verletzten Pokémon in deinem Team. Bewundernswert, oder? Ich hingegen kann es nicht ertragen, verletzte Pokémon zu sehen. Über den PC dort hast du Zugriff auf das Pokémon-Lagerungssystem. Damit kannst du Pokémon ablegen oder mitnehmen. Beim Pokémon-Supermarkt gibt es diverse Angebote zu kaufen, die sich auf deine Reise als nützlich erweisen werden. Dort sollte jeder Trainer unbedingt mal vorbeischauen, denke ich. Das ist der Kaffeebereich. Hier kann man sich mit meiner Meinung nach schön bei einer Glas frischer Kumomilch erholen. Übrigens unterscheidet sich das Angebot im Kaffeebereich von dem Pokémon Center zu Pokémon Center. Zumindest steht das so im Reiseführer. Du findest dort sicher nur Getränke, sondern auch Süßes. Ich habe gehört, dass die Angestellten auch gute Ratschläge für Trainer auf Inselwanderschaft auf Lager hätten. Also gut, wir sollten uns jetzt wohl auf den Weg zur Trainerschule machen. Wenn du möchtest, kann sich die Dame dort zuerst um dein Pokémon-Team kümmern. Ja, dann kümmere dich mal um mein Pokémon-Team. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon-Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Yes. Nimm meine Pokémon. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Und dann werden sie geheilt, die beiden. Jo, nice, nice. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Bitte begegnen uns bald wieder. Jo, wie seid denn ihr hier? Sprecht mal mit euch. Du kannst maximal 6 Pokémon auf einmal bei dir dabei haben. Wenn du weitere Pokémon fängst, werden diese im PC gelagert. Und du? Beim Pokémon-Supermarkt kannst du die Items kaufen und verkaufen. Ich fühle mich immer besser, wenn ich viele Pokébälle und Tränke dabei habe. Belehrung von einem kleinen Fratz. Jeder Pokémon-Trainer kann hier seine Pokémon kostenlos heilen lassen und auch jederzeit den PC nutzen.
Danke, das wusste ich noch nicht. Das hat mir nicht gerade Lili erklärt. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Ich möchte etwas kaufen unter Umständen. Hier haben wir den Pokéball, den Trank und einiges noch dazu. Die üblichen Verdächtigen. Abbrechen. Wir haben erstmal genug. Obwohl, ein bisschen Tränke könnten wir kaufen. Könnten wir gebrauchen. Den einen oder anderen Trank noch dazu. Ich kaufe mal 5 Tränke. Vorsichtigerweise. Vorsichtshalber. Und ein, zwei Pokébälle vielleicht auch noch. Ja gut, wir wollen ja ein paar Teammitglieder fangen. Du hast 10. Jetzt habe ich wohl 15. Und wie viele Tränke habe ich? Wahrscheinlich auch so viele. 14 habe ich. Na Gott, dann kaufe ich noch einen dazu hier. So geht das aber nicht. So 15 Pokétränke, ja genau. Ja dann, mal in den Kaffeebereich gucken. Da gibt es selten Kaffee wahrscheinlich. Über die Kommunikationsfunktionen kannst du mit den Freunden Pokémon tauschen. Das ist eine tolle Sache, denn es macht beide Seiten glücklich. Herzlich willkommen in dem Kaffeebereich des Pokémon Centers. In Alola ist es jetzt 3 Uhr. Hier können sich Trainer eine kurze Auszeit gönnen und einfach mal abschalten. Was kann ich dir bringen? Ja, es gibt nur Sanasaft, Kumu-Milch. Ah, was ist denn jetzt hier mit meinem Gerät hier los? Steuert sich von selbst. Limonade, Kumu-Milch und Sanasaft. Kein Interesse. Danke. Bitte wir uns bald wieder. Ich warte noch darauf, Kaffee zu kriegen. Das wird hier wohl nicht verkauft. Nur in wenigen Läden der Region. Oh, da haben wir auch gleich die Pokéschule. Da wollen wir heute rein. Hier, in der Trainerschule. Ha. Oh, was geht da wohl vor sich? Ja, das Ding kennen wir doch schon. Wie es scheint, versperrt Tauros den Weg. Aber unser Ziel ist ja sowieso die Trainerschule. Also müssen wir uns wohl keine Gedanken darüber machen. Gehen wir hinein. Gehen wir mal wieder zurück in die Schule. Ja, Trainerschule, lerne, um deine Pokémon lächeln zu sehen. Ja, ich dachte, ich wäre raus aus der Schule. Da muss ich wieder rein. In Alola ist es 3 Uhr nachts. Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es 3 Uhr tags. Oh, Zwergfee, ich muss euch wohl irgendwie überholt haben. Willkommen in der Trainerschule. Ey, du musst wieder laufen, Trainer. Ah, Professor Kukui. Das ist also das Mädchen, das Unterricht erhalten soll. Genau, es darf übrigens ruhig etwas anspruchsvoller sein für Zwergfee. Ich verlasse mich auf sie. 4 Trainer. Deine Aufgabe ist es hier, gegen 4 Trainer zu gewinnen, Zwergfee. Die Erfahrungen, die du dabei sammelst, werden dir dich und deine Pokémon stärker machen. Ach ja, wo ich gerade von Erfahrung rede. Du hältst das Item EP-Teiler. EP-Teiler wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Wenn der EP-Teiler eingeschaltet ist, erhalten nach einem Sieg alle Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte. Dann werde ich das mal gleich meinen Pokémon geben. Nein, ich werde es einschalten, nicht meinen Pokémon geben. Bei dieser Unterrichtsstunde halten sich manche deiner Gegner im Inneren und manche deiner Gegner außerhalb des Schulgebäudes auf. In den einzelnen Klassenzimmern erhältst du außerdem hilfreiche Tipps. Also dann, der Unterricht fängt an. Sie sieht vielleicht harmlos aus, aber alle ihre Schüler sind starke Trainer. Einer von ihnen wurde nach seinem Abschluss sogar eine Captain. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Wenn du einmal gegen einen Pokémon gekämpft hast, wird dir angezeigt, wie effektiv eine Attacke gegen es ist. So bekommst du Infos zu den Wechselwirkungen zwischen den Typen. Um wilde Pokémon zu treffen, musst du einfach nur ins Rohgras gehen. So sammelst du im Nu viel Kampferfahrung. Ja, dann werde ich mich mal aufmachen und nach den Trainern suchen. Nach den schweren Trainern. Ich kann mich daran erinnern, in Pokémon Sonne. Ich vermute, dass es genauso ist hier.
dass die Kämpfer ganz in Ordnung sind. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Passen eigentlich. So, da habe ich schon die erste gesehen. Wir sammeln hier erstmal die Tränke auf. Hätte ja gar keine kaufen müssen, wenn ich das gewusst hätte hier. Sind ja hier welche auf dem Platz hier. Und wo bitte ist die liebe Captain? Na, wir reden erstmal sie an hier. Sie möchte bestimmt mit uns kämpfen. Möchtest du mit uns kämpfen? Wenn mein Mobai im Kampf geschwächt ist, will ich es mit einem Trank gleich wieder aufpeppen. Na klar doch. Dafür sind Tränke immerhin da. Sportskanone Julia fordert dich heraus. Na dann, her mit deinem Mobai. Ja, was sie wohl für ein Pokémon haben wird. Ein Mobai, was für eine Überraschung. Hat sie ja nicht schon angekündigt. Hudi versus Mobai. Ja, dann setzen wir mal ein Blitzwerk ein. Das ist zwar auf einen Blitz-Pokémon vielleicht nicht ganz effektiv, aber ja, kann man so nehmen. Unter Umständen. So, dann hätte ich gern Schnabel, vielleicht besser. Ich weiß, Pflanze gegen Pflanze, nicht gerade optimal, aber ja, dass das Pokémon sowieso Level 7 ist, könnte das klappen. Noch einmal Blattwerk hier. Das hat doch einigermaßen etwas abgezogen. Jo, haben wir das Mobai besiegt. So viel zu schweren Trainern. Den ersten hätten wir schon. Sportskanone Julia wurde besiegt. Sollte diese Niederlage im Selbstbewusstsein meines Teams kratzen, leiste ich ihm selbstverständlich seelischen Beistand. Zweifelsfrost gewinnt 196 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Trainer hier hervor. Joa. Mit Items kann man Pokémon nicht nur heilen, sondern auch ihre Statuswerte erhöhen. Im richtigen Moment eingesetzt sind sie im Kampf daher wahre Lebensretter. Und so, hier haben wir einen Ofen. Das ist ein Müllverbrennungsofen. So etwas sieht man heute nur noch selten. Und Bautz hineinwerfen. Nein, Spaß. Das mache ich natürlich nicht. Nee, ich werfe doch nicht mein Bautz weg. Dass es verbrannt wird, vor allem das Blatt-Pokémon hier. Das Arme. So, wie viele Kämpfer haben wir noch? Ja, da fange ich schon an zu stottern hier. So, du hier, du willst noch gegen mich kämpfen. Warum ich hier so cool rumstehe? Weil ich der Allerstärkste bin. Darum, wenn du also gegen mich kämpfen willst, musst du erst die andere besiegen. Ach, der feine Herr ist dich zu gut für mich. Ich muss erst alle anderen finden. Na dann, ihr zwei Kleinen, ihr seid nicht der Allerstärksten, oder? Komm, wir spielen Wasser, Pflanze, Feuer. Au ja, schnick, schnack, schnuck. Und wer hat jetzt gewonnen? Wasser oder Feuer? Welcher Typ gewinnt? Das habe ich falsch getippt. Ja, das hat das Gerät gemacht. Das war ich nicht. Das war nicht meine Schuld. Ja. Echt, das klingt irgendwie falsch. Du nimmst uns doch auf die Schippe. Jetzt wieder derselbe Dialog. Komm, ich will es jetzt mal richtig machen. Ja. Mein Steuerpad ist irgendwie am Arsch. Pflanze Feuer, welcher Typ gewinnt? Das ist natürlich Wasser. Oha, die Fragestellung lesen. So heißt es auch immer in der Schule hier. Ach komm, ich geb's auf. Die Fragestellung nicht richtig gelesen. Ja, dann kann die Aufgabe schon falsch beantwortet sein. Ich muss schon die Aufgabenstellung lesen, vor allem in der Abschlussprüfung. Ja. So, da haben wir einen Menschen, der aussieht wie ein Trainer. Bist du ein Trainer? Also wirklich, Mauzi, warum gefällt es dir denn vor der Treppe so sehr? Mauzi mag wohl anscheinend Treppen. Sehr. Und du bist ein Trainer. Hilft es einem deiner Pokémon zum Tragen, auch wenn es selbst schon Klauen hat? Du erhältst das Item Flinkklaue. Flinkklaue wurde in der Itemstasche vertraut. In einem Kampf kommt immer das Pokémon mit der höchsten Initiative zuerst zum Zug.
Aber wenn ein Pokémon eine Flinkklaue trägt, greift es mitunter zuerst an, unabhängig davon, wie hoch sein Initiativewert ist. Ja, gut. Eine Flinkklaue zeigt nur Wirkung, wenn du sie einem Pokémon zum Tragen gibst. Schön auswendig gelernt, mein Kleiner. Schön auswendig gelernt. Hast alles gut gemacht, hast alles richtig gemacht in der Schule und alles auswendig gelernt hast. So, hier im Klassenzimmer. Boah, schnell hier wieder raus. Die Attacken von Pokémon haben immer eine bestimmte Menge an AP, also Angriffspunkten. Wenn die ausgehen, kannst du die Attacke nicht mehr benutzen. Da musst du aufpassen. Naja, wenn deine AP auf Null fallen, gehst du am besten an ein Pokémon-Center in der Nähe. Was ein Streber. Nein, Streber sagt man nicht, das ist ein schlimmes Wort. Nein. Sag mal zu, beim schönen Aussehen sitzt der in der letzten Reihe. Streber sitzen nicht in der letzten Reihe. Auch ein Vorurteil, was man nicht benutzt in der Schule. Kinder, nicht nachmachen. Der hier, der sitzt in der vordersten Reihe. Wenn man seine Pokémon streichelt, werden sie ganz lauschig. Und sie hält gerade einen Vortrag, oder was? Hallo Leute, heute halte ich euch einen Vortrag über Pflanzen-Pokémon. Showman Safecon trägt eine Sinnelbeere. Uha, Pokémon-Kampf! Ich dachte, die hätten mir jetzt einen Vortrag. Vorschülerin Aurelia fordert dich heraus. Vorschülerin Aurelia setzt Safecon ein. Hat sie ja nicht schon angekündigt. Warum knicht man seine Pokémon an? Das ist doch Wahnsinn. Man kündigt seine Waffen nicht an. Und wieder ein Pflanzen-Pokémon. Gibt es ja wohl nur Pflanzen-Pokémon. Ich sollte mir mal ein Feuer-Pokémon besorgen. Wo kriege ich ein Feuer-Pokémon her? Safecon hält sich wieder. Ja, das war das Schlimme an Safecon. Da war ja was. Schnabel scheint effektiv zu sein. Benutzen wir es weiterhin. Zack. Okay, das kann ewig dauern, wenn das sich immer wieder heilt. Kann aber auch nicht so lange dauern, wenn ich es schaffe, es mit Schnabel jetzt zu besiegen. Zack, da war es glaube ich schon. Ja, da haben wir es. Da war es um das Safecon geschehen. Cody erhält 82 Erfahrungspunkte und bekommt das nächste Level. Level 10. Na, gibt es eine Attacke? Nein, es gibt keine Attacke. Aurelia wurde besiegt. Oh mein Safecon, warte, ich pippel dich gleich mal mit ein paar Beeren wieder auf. Sein Vieh gewinnt 84 Pokédollar und geht sich gleich aus dem Kampf gegen den Vorschüler hervor. Heraus. Ich gebe dir auch ein paar Sinnelbeeren. Wenn du sie einem Pokémon zum Tragen gibst, freut es sich bestimmt. Du erhältst 3 Exemplare des Items Sinnelbeere. Sinnelbeeren wurde in der Beerentasche verstaut. So aus, wenn es mitten im Kampf seinen Sinnelbeeren ampft. Bestimmt. Professor Kukui ist für seine Forschung zu Attacken der Pokémon bekannt. Deshalb laden wir ihn manchmal an, Stunden zu geben. Ja. Gastreferentin sozusagen. Und die steht in der Ecke und muss sich schämen. Was hast du denn angestellt? Bücher hier sind so interessant. Wusstest du, dass nicht nur Pokémon einen Typ haben, sondern auch ihre Attacken? Und wenn die Attacken denselben Typ haben wie das Pokémon, das sie benutzt, dann wirkt sie dadurch total stark. Was hatten sie angestellt? Ist sie der Störenfried hier in der Klasse, dass er in der Ecke stehen muss? Okay, mit ihr haben wir noch nicht gesprochen. Er sammelt wohl all die Pokébälle ein, mit denen man ein Pokémon gefangen hat. Keine Ahnung. Ja. Lang genug in einem Klassenraum gewesen. So,